Komm mal zu. Game of the Year, 94er Metascore, 9,5 User Score, durch die Bank 9 und 10 von 10 Bewertungen. Astrobot ist das bestbewertete Spiel 2024 und das zu Recht. Zitat Ende, Gänsehund! Manche werden jetzt sagen, nein du Opfer, Helldivers 2, Dragon's Dogma 2, Hades 2, Hellblade 2, Final Fantasy 7 2, warum alles mit 2? Skull and Bones, okay, das sagt wirklich niemand. Aber Stellar Blade und Wukong, zu dir kommen wir noch, Kollege. Aber alles falsch. Astrobot ist das Game of the Year, ohne Wenn und Aber. Astrobot ist sogar so gut, dass ich dir eigentlich nichts davon zeigen will. Das hast du nicht verdient, du Peach. Reine Goofy Bots. Nein, aber wenn du eine PS5 hast oder mit Geld so gut umgehen kannst wie ApoRED und dir eine PS5 Pro kaufen willst, dann stopp dieses Video. Lass dich bei keinem Level spoilern, spiel das Spiel und dann komm wieder. Aber lass das Video bitte im Hintergrund auf Ehre durchlaufen. Ja, ich lebe auch nicht von Luft und Liebe. Ich mach dir einen Deal, ich zeig dir einen Frame von jedem Level. Ich denke, das sollte reichen. Jetzt kauf dir. Kein Spiel dieses Jahr hat mich so überrascht, hat so viele Ideen, ist so kreativ, ist so charmant, ist auf eine komische Weise so sexuell und bietet grenzenlosen Spaß. Normalerweise sitze ich vor jedem Spiel, das ich spiele, so da, aber bei Astrobot hatte ich konstant ein Lächeln. Normalerweise muss Nintendo den alten Italiener aus dem Gulli lassen, damit die Welt weiß, wer der King der Spieleindustrie ist. Aber jetzt kommt Sony. Das VR-Spiel war geil. Die Tech-Demo habe ich als bestes PlayStation 5-Spiel bezeichnet und dafür stehe ich noch mit meinen vielen Namen. Aber die sind nicht mal annähernd vergleichbar mit dem, was hier geboten wird. Meine Erwartungen waren hoch und sie haben es um ein Mehrfaches überboten. Team Asobi ist Ubisoft in Reverse. Team Asobi ist hergegangen und hat sich gefragt, was macht an einem 3D-Plattformer Spaß? Sie hatten sehr viele Antworten und anstatt einfach nur ein paar Sachen zu nehmen und etwas Gutes zu erschaffen, haben sie einfach alles genommen. Und du solltest dir auch alles nehmen von Holy. Mittlerweile solltest du den Deal kennen, weil vermutlich deine Mutter dir schon Holy empfohlen hat. Aber was soll ich sagen? Holy. Sie haben mittlerweile alles an Geschmäckern, was ihr euch vorstellen könnt. Fruchtiger Geschmack und null Zucker. Energy, Eistee und Hydration. Sie haben alles, was du brauchst in diesem praktischen Probierpaket. Viele süße Hasen haben es sich schon gegönnt und nebenbei diesen Dreckskanal auch noch unterstützt, lol. Und du kannst es auch. Hier der QR-Code, da der Link, hier meine Codes für ganz gefährliche Rabatte. Kuss an dich und weiter mit Astrobot. Gute Steuerung. Check. Du nimmst den Controller in die Hand und steuerst diesen kleinen Talahun, als hättest du nichts anderes gemacht. Die Move-Palette ist im Vergleich zu Mario stark eingeschränkt. Ja, kein Weitsprung, Seitensprung, Rückwärtssalto, du kannst springen und lasern. Aber es wird ausgeglichen durch die Upgrades, die man in fast jedem Level findet. Durch die Luft fliegen, Zeit stoppen, Mike Tyson. Sie haben an alles gedacht. Und die Level. Oh, die Level. Die Level. Und knallig, verspielt und abwechslungsreich, meine Freunde. Hier hast du eine Auswahl an Leveln. Alles sieht super cool und abwechslungsreich aus, oder? Was ist, wenn ich dir sage, ich habe dich geprankt? It's a prank. It's just a prank, bro. Das sind nicht mehrere Level. Das ist ein Level. Ein verdammtes Level. Du startest auf der grünen Wiese, wo du erstmal erkunden kannst und Biker Boy 1 aus Biker-Spiel finden kannst. Und du siehst diese Knospe, die von Ameisen bewässert wird. Das ist so süß. Kann mir bitte jemand Insulin spritzen? Apropos Spritze. Du bespritzt erstmal ordentlich die Knospe und der Deko-Tree erscheint und fängt an zu rappen. Jetzt schon. Astrobot, größer Ocarina of Time. Du gehst rein, kommst in den ersten Dungeon, reist durch die Zeit und tötest Ganondorf. Nein, stopp! Du bist in diesem Baum und bekommst einen geilen Rüssel auf deinem Rücken, womit du Plattformen erschaffen kannst, so wie in Galaxy 2. Wir klettern den Baum hoch und ab und zu müssen wir dann auch nach draußen und da ist es einfach dann ein fucking Luftlevel. Es kommt ein kurzer Abschnitt mit Honigwaben, wo man dann Honig in seinen Rüssel pumpt, auf dem wir dann bouncen können. Fick dich, Galaxy 2. Und oben angekommen ist ein Bosskampf mit Küken, die noch im Ei stecken und die besiegen wir, indem wir sie einsaugen. Das war ein Level. Dadurch, dass du wie in Mario Galaxy hier in einer
Galaxie bist, waren sie komplett frei, was das Level-Design angeht. Von Flamongos zu Süßigkeiten, zu Lava, zum Casino, zu Skull & Bones, zu einem Horrorspiel. Sie waren komplett frei. Alle Themes sind da. Aber was ist mit kleinen Challenge-Maps? Hat das Game. Kampf-Challenges? Hat das Game. Und die Bosskämpfe? Die besten Bosse jemals in einem 3D-Jump'n'Run. Die Inszenierung ist insane. Alle Phasen machen Spaß. Und die Gadgets aus den vorherigen Leveln werden benutzt. Ich meine, guckt euch die Bosse einfach nur mal an. Und obendrauf hast du am Ende jeder Galaxie ein komplettes Level im Theme von einer bekannten PlayStation-IP. Ich spoiler hier nicht, welche alle vorkommen, ja, weil diese Level Highlights sind. Ich will nur über eins beispielhaft reden. Uncharted. Also erstmal sehen wir aus wie Nathan. Das ist schon mal 10 von 10, aber wir haben jetzt auch eine Knarre, womit wir alles abballern können. Und das Level. Das Level ist quasi einfach ein Uncharted 1 Level. Wir erkunden, lösen Rätsel, klettern, haben Cover-Shooter Gameplay, finden Schätze, erkunden einen Tempel. Es spoilert die Story von Uncharted. Sorry. Und am Ende kommt ein Setpiece à la Uncharted, wo alles zusammenfällt und als Abschluss haben wir einen Bosskampf. Leute, währenddessen werden wir begleitet mit fantastischer Musik. Musik aus Astros Playroom, originaler Musik und Remixen von den Themes dieser PlayStation-Spiele. Bei dem Uncharted Remix hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen. Ich geb's zu. Sie haben an alles gedacht. Die Gegnervielfalt ist auch gut und je nach Level-Theme haben sie verschiedene Skins. Die Einbindung des DualShocks ist so gut gemacht wie in keinem anderen PlayStation-Spiel. Es ist kein Gimmick, sondern mit dem Gameplay und dem Feeling verwoben. Du spürst die Oberflächen, du spürst, welche Items du hast, du spürst alles. Es gibt dutzende Physikspielchen, wo sie einfach nur einen Schwanzvergleich mit Nintendo machen wollten. Statement incoming, aber es gibt kein schlechtes Level in diesem Spiel. 80% der Level sind eine 10 von 10 und der Rest ist eine 9 von 10. Das einzige Level, was ich als 8 von 10 bezeichnen würde, war das Wasserlevel. Und für ein Wasserlevel war es absolut fantastisch. Wenn selbst die Credits ein spaßiges Level sind, dann weißt du, du hast hier einen Certified Banger in der Hand. Und ich meine, darüber zu reden, wie das Spiel aussieht, ich glaube, das brauche ich nicht, ja? Ich meine, ihr seht es ja. Dazu läuft es perfekt. Das Spiel kennt das Wort Frame Drops oder Bugs gar nicht. Das Wort Ladezeiten kennt es auch nicht. Du stirbst, du bist wieder da. Du willst auf einem Planeten fliegen und bist instant drauf. Nimm das, Starfield. Hier ist Astrobot mit der ganzen Konkurrenz dieses Jahr. Und on top können wir Outfits sammeln. Ich bin ein Affe. Ich bin eine Kuh. Ich bin reich! Wir können gamblen in einem Casino, wo man 169 Sachen gewinnen kann. Nice. Wir kriegen unter anderem einen Golfschläger, der natürlich für Abby ist. Ich hasse dieses Game. In den Leveln sammeln wir unsere Astro-Brüder, indem wir ihnen auf den Hintern hauen. Wer jetzt auf Twitter gehen will, dem kann ich nur sagen, die wollen das. Unzählige PlayStation-Anspielungen sind hier. Du gehst auf Kratos und dann steht da Dead of Boy. 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 Im God of War Remix kommt nach dem Boy der Drop Boy. Diese Leute lieben PlayStation, das merkst du an jeder Ecke. Hier ist Donkey Kong und Zelda, Eminem und Harry Potter aus dem Spiel Harry Potter and the Mom Spaghetti. Hier ist ApoRed bald und ich, wenn Leute auf meine Videos warten. Raziel ist fucking hier. Raziel, Mann! Ich kann meine Armee zusammenrufen und dann wird erstmal gedanced. Es gibt eine Art Last of Us Level, wo wir erst Ellie finden und dann Joel und zu guter Letzt Abby mit ihrem Golfschläger. Abby ist nicht in diesem Spiel. Ich hasse euch, wie könnt ihr nur? Das gibt eine Anzeige. Das Einzige, was ich doof finde, ist die Art, wie man Skins bekommt. Das ist random und ich habe den Jack-Skin als allerletztes bekommen, wo ich schon alles in dem Game gemacht habe. So eine Art Shop wie ein Odyssey wäre meiner Meinung nach viel cooler gewesen. Und warum kann ich den Kratos und Drake Skin nicht permanent tragen? Sony, please fix, Mann. Alles an diesem Spiel ist einfach nur Freude und Spaß. Selbst das Boxart ist spaßig, Mann. Der verdammte Controller ist der hübscheste PS5-Controller bisher. Und das Timing hätte nicht besser sein können. Nach dem größten Flop in der Gaming-Geschichte mit Concord, einen billigen Versuch, weiter in Live-Service-Games reinzugehen, mit einem Game, was niemand wollte und nachdem niemand gefragt und
vor allem dann auch niemand gespielt hat, kommt dieses Meisterwerk auf den Markt und räumt alles ab. Ich hoffe, Sony versteht jetzt, was die Gamer wollen, aber bei diesen Preisen bezweifle ich das hart. Das hier ist eines der kreativsten und spaßigsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Nintendo hat uns Galaxy 3 nicht gegeben, also hat es Team Asobi gemacht. Jeder, der das Geld hat und auch nur im Entferntesten hier mit irgendwas anfangen kann, den kann ich nur bitten, dieses Spiel zu unterstützen. Genau sowas wollen wir von Sony und auf dem Spielemarkt und nicht das x-te seelenlose Produkt, was uns dazu animieren soll, mehr Produkte zu kaufen. Astro Bot ist eine glatte 10 von 10. Meisterwerk, für mich das Spiel, was an Perfektion am nächsten kommt. Dr. Data, Yonixon, Rauti, Jplay, Kosuda-kun, Der Ehrenmann, Shay, Dislike Cavet, Lars Jahl, Schröder, Flo1999, The Joker, MF3 Wiesmann, Kevin die Seegurke, Darkside Command, Judy Alvarez, Mr. Papa, Miniboard, Who Shot Ya 999, Roadrunner, Bananenbrot, Kato Samiai, Mr. Platinum, Maddie sucht ja einen Job, New Red, Gigra, Rick, Game Over, Panty, Philipp S., Brotros, Bunyos, Avel Colten, Philipp, Bob Omp, Der Pfiffige, Der Dreckige Dan, El Karotte, Crombolt, Janni Box, Albert schläft wie Einstein, Bavumwum, Zurutzin, Möpse Möpse, Semon123 der Geilofisch, Grieche ohne Geld, Arrow Lost, Beardman, Kunde 92, Funny Fuffel und der Eiermann. Kuss, Digga. Meine Lampen weg, das gibt eine Anzeige.